Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Alpha Forum. Zu Gast heute Professor Martin Petzold. Er lehrt als Professor für systematische Theologie an der Universität in Leipzig. Zahlreiche Veröffentlichungen haben ihn bekannt gemacht als einen Experten für theologische Bach-Forschung. Zudem ist er Vorsitzender der neuen Bach-Gesellschaft. Herr Professor Petzold, das Jahr 2000, ein großes, wichtiges Bach-Jahr. Der 250. Geburtstag wird begangen und gefeiert mit einer Fülle von Veranstaltungen, Konzertreihen und so weiter. Ist diese Fülle eigentlich gut oder weniger gut für die Bach-Rezeption in Deutschland? Man darf nie zufrieden sein. Und die Fülle ist gut. Wir sollten froh sein, wenn es viele Menschen gibt, die sich eigentlich dieser Person nähern, der Musik dieser Person nähern. Das kann gar nicht genug sein. Wir wissen ja, dass es eigentlich prozentual nur wenige sind, die sich wirklich mit der Musik und der Person Bachs beschäftigen. Ich denke, das Jahr 2000 hat mit dem Rückblick auf den Tod Bachs vor 250 Jahren da auch einen Aufschwung gebracht und ein Bewusstsein hergestellt, das die Zeit zuvor etwas überstrahlt. Nicht nur im Jahr 2000, sondern auch sonst innerhalb eines Konzert- und auch Kirchenjahres gibt es ja Stoßzeiten, wo die immer gleichen Werke von Bach aufgeführt werden. Sicherlich ganz vorne das Weihnachtsoratorium in der Adventszeit und natürlich zur Karzeit die Passionen. Behagt Ihnen diese Aufführungspraxis, immer dieselben Werke zu spielen? Ja, es gibt dazu keine Alternative. Nicht? Wir haben dort, was Sie jetzt ansprechen, ist eigentlich ein interessanter Punkt. Das Werk Bachs, so unbekannt es in gewissen Flächen ist, so schmal ist es doch auf der anderen Seite. Das merkt man an den Passionen zum Beispiel. Wir kennen ja eben die Johannes- und die Matthäus-Passion. Freilich, die moderne Musikwissenschaft weiß von mindestens 4, vielleicht sogar 5 Fassungen der Johannes-Passion. Und viele Musiker machen sich heute auch dran, die einzelnen Fassungen auch darzustellen. Bei der Matthäus-Passion ist das auch so, aber da lassen sich die Fassungen schwerer voneinander trennen. Wir wissen, dass Bach mindestens noch eine Markus-Passion geschrieben hat. Und bedauerlich ist, dass es große Teile dieser Passion in Abschrift noch bis zum Zweiten Weltkrieg gab und sie durch Auslagerung oder Brand verloren sind, auf immer vermutlich. Was ist mit dem großen Werk, beispielsweise der Kantaten? Da gibt es doch Schätze zu heben, die viel zu wenig aufgeführt werden eigentlich. Ich gehe noch mal auf Ihren Blick auf die Passion ein. Man könnte ja zum Beispiel die Frage stellen, lässt sich der Mangel an Passion durch eine Vielzahl an entsprechenden Kantaten etwa ausgleichen? Dies ist eben nicht der Fall, weil für Leipzig in dieser Zeit galt, dass in der Passionszeit keine Kantaten musiziert wurden. Demgegenüber gibt es ein reiches Repertoire an Kantaten, aus Zeiten, in denen wir uns in der Regel heute in den Ferien im Urlaub befinden und deshalb kirchenjahreszeitmäßig die Dinge nicht so recht zum Zuge kommen. Wir haben 200 Kantaten Bachs von 300, die er geschaffen haben muss. Wir wissen, dass es 5 Jahrgänge waren. Das wären etwa 300 Kantaten, der Jahrgang zu 60 Kantaten. Freilich ein Werk, eine Werkgruppe, die nach wie vor der breiten Öffentlichkeit weniger bekannt sind. Es sind 2 Hände voll von Kantaten, die allgemein bekannt sind, aber die Masse der Kantaten nicht. Wie war Ihr Anweg zu Bach? Sie sind 1946 bei Chemnitz geboren als Sohn eines Pfarrers. Können Sie sich an Ihre ersten Bach-Hörerlebnisse und Eindrücke erinnern? Ja, dies ist für Bach oder sage ich auch für mich gar nicht so vorteilhaft. Meine Eltern waren begeisterte Anhänger oder sind es begeisterte Anhänger der Musik Bachs, kamen aus Erlangen, wo sie unter anderem bei dem dortigen Universitätsmusikdirektor Kempf studiert hatten, ein Bruder des Pianisten Wilhelm Kempf. Und Georg Kempf in Erlangen machte viel Bach-Kantaten. Und der Zug war der, dass meine Eltern sich die Klavierauszüge, die bei Breitkopf und Hertel erschienen, kauften, sukzessive alle kauften. Und dann wurden in meiner Kindheit zu den Sonntagen, wir lebten im Erzgebirge, triste Sonntage mit Regen und unangenehmem Wetter, wurden zu Hause verbracht mit Bach-Kantaten am Flügel. Mein Vater spielte und meine Mutter sang und wir mussten Choräle mitsingen. Das behagte uns gar nicht. Und ich erinnere mich auch an die Live-Aufführung der Johannespassion aus Leipzig. Meine Eltern hatten gerade ein Radioapparat geschenkt gekriegt, einen gebrauchten 1955. Und da wurde die Johannespassion aus Leipzig, aus der Thomaskirche übertragen.
Und wir wurden nur dauernd ermahnt und es wurde uns gesagt, seid leise, wir wollen das hören. Und es war für uns furchtbar anstrengend. Das sind meine ersten Bachbegegnungen. Dennoch scheinen Sie Gefallen daran gefunden zu haben, in der einen oder anderen Weise. Mit 12 Jahren sind Sie Mitglied geworden des Kreuzchors in Dresden. Da sind Sie 6 Jahre lang geblieben. Können Sie die Situation damals als Jugendlicher etwas beschreiben? Wie war das denn, Bach zu singen und zu beginnen zu verstehen und innerhalb der DDR-Doktrin zu leben gleichzeitig? Nun, die Zeit im Kreuzchor in Dresden, in dem ich gewesen bin, dieser Zeit verdanke ich sehr viel. Rudolf Mausberger ist damals noch auf der Höhe seiner Kraft und seiner Tätigkeit gewesen. Dies ist vor allem zunächst natürlich die Begegnung mit dem Werke Schütz, Heinrich Schütz, das ist der Patron in Dresden. Aber wir sangen auch Bach, natürlich die Oratorien und die Passionen. Wir sangen wenige Kantaten. Mausberger machte uns immer deutlich, das ist anders als in Leipzig. Ihr müsst a cappella singen, die Leipziger singen jede Woche eine Kantate, das sei leichter, meinte er immer. Da bin ich heute anderer Meinung. Aber was wichtig war innerhalb der DDR-Situation und wohl auch einmalig, dass durch das Singen der Motetten Bachs, der Werke Bachs und der Werke Schütz Rudolf Mausberger in einer ziemlich deutlichen Weise uns in die Inhalte hineinführte. Ich habe bis in mein Theologiestudium und darüber hinaus davon partizipiert und habe heute noch Teil, dass einfach bestimmte Bibeltexte mir durch das Singen auswendig bewusst geworden ist. Mir hat nie jemand gesagt, ich soll den 19. Psalm auswendig lernen, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Oder ich soll einen Teil aus Römer 8 auswendig lernen, nicht? Jesu meine Freude, die Motette bezieht dorthin ihre Texte. Dies ist für mich nun dadurch so spielerisch Identifikation geworden. Und ich denke, das hatte sehr viel auch zu tun für eine Form von innerer Immunisierung gegenüber dem System, was um einen herum herrschte. Man ruhte viel mehr in sich und ich bin dieser Ausbildung und diesem Lebensgang dankbar. Sie haben sich dann mit 18 Jahren für ein Theologiestudium entschieden. Sie sprechen von innerer Ruhe, Immunisierung auch durch die Beschäftigung mit Bach. Mit welcher Haltung sind Sie damals ins Studium gegangen? Mit einer Haltung des Dennoch, des Trotz, des Dagegen? Wie war Ihre Eigentlich nicht. Man muss ja sich zurückbesinnen, die Situation der Kirche und des Christentums in den östlichen Bereichen Deutschlands war damals zwar prekär, aber noch nicht so problematisch, wie es heute ist. Es war gerade die erste starke Welle der Entchristianisierung und Entchristlichung über uns weggegangen mit Jugendweihe und Zwangskollektivierung der Landwirtschaft. Da gab es noch unter den weiten Kreisen der Bevölkerung tatsächlich so etwas wie ein Dennoch. Für mich persönlich ist die Entscheidung zum Theologiestudium nicht einfach deshalb gefallen, weil der Vater dies tat, sondern weil ich zunächst mal einen Drang hatte, zur Musik zu gehen. Und mein Großvater sagte mir, der selbst Musiker war, wenn du nicht weißt, dass du da wirklich Hervorragendes tun kannst, dann lass die Finger davon und lass es dein Hobby bleiben. Und ich bin diesem Rat heute noch dankbar, bin nicht aus gleichsam Auswegshaftigkeit in die Theologie gekommen, sondern habe immer mehr gelernt, dass an dieser Stelle zu bearbeiten ist das, was wir tagtäglich leben und erleben. Und dass wir eigentlich als Christen und als Kirchen viel stärker aus uns herausgehen müssen und den Menschen deutlich machen müssen, wir tun etwas, was eigentlich dem Leben zugute kommt und umgekehrt, Menschen brauchen dieses, um zu leben und zu überleben. Und dies ist eine Einstellung, die sich bei mir innerlich eigentlich gefestigt hat. Bach hat ja vor allem in Thüringen und in Sachsen gelebt und gewirkt, zuletzt 27 Jahre in Leipzig bis zu seinem Tod 1750. Die DDR hat sich dieses Kulturerbe doch sehr schnell einverleibt. 1950 beispielsweise beim Bachfest entdeckt die SED in einer Publikation in Bachs Musik die humanistische Botschaft im Geist des Fortschritts und der Arbeiterklasse. Wie stark ist Bach DDR-Kultur geworden? Davor war überhaupt nichts gefeit. Was die DDR-Ideologie als fortschrittlich deklarierte,
musste von sich aus gar nicht fortschrittlich sein, sondern es passte halt in den Zusammenhang des ideologischen Gedankens des Fortschrittes. Und das war zunächst, wie man zu sagen pflegte, die Geschichte der Arbeiterklasse. Nun, die reicht nicht weiter zurück als zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Und deshalb war man doch darauf gewiesen, sukzessive sich aus der Geschichte entsprechende Dinge eklektizistisch zu erheben. Das könnte man jeden, der die DDR-Schule besucht hat, fragen, was ich jetzt sage. Also das war natürlich zunächst Spartakus, nicht? Mhm. Im alten Rom. Das sind dann also die Erhebungen im germanischen Bereich gegen die Fremdherrschaft der Römer. Das ist dann schließlich die sogenannte frühbürgerliche Revolution, der Bauernkrieg. Das ist dann die englische Revolution als eine Industrialisierungsrevolution, dann die französische Revolution, dann das 19. Jahrhundert und natürlich dann die große sozialistische Oktoberrevolution. Mhm. Wenn man diese Punkte hatte, dann war es irgendwann nötig, dass man auch die Flächen dazwischen irgendwo füllte. Ja. Und da hat man sich zum Beispiel auch eines solchen Geistes wie Bachs bedient und hat an dieser Stelle ihn zum Aufklärer gemacht, hat ihn zum Fortschrittsgaranten erklärt. Also hier wurde ja beispielsweise auch in der theoretischen Bachforschung richtig der Aspekt des Humanen, der gemeinsamen brüderlichen Menschlichkeit, wie das dann genannt wurde, in den Chorälen beispielsweise hervorgehoben. Dieser aufklärerische Aspekt, wie weit trägt der in der Biografie und im Werk Bachs? Aufklärung beginnt ganz stark eigentlich nach Bach, aber hat doch erste Beginne und Anfänge bei ihm, gerade auch in Leipzig durch die Atmosphäre der Universität. Wie stark war Bach Humanist und Aufklärer? Nach dem modernen Begriff des Humanistischen total. Mhm. Aufklärer nicht, weil die deutsche Aufklärung zunächst mal eine christliche Aufklärung, eine literarische Aufklärung. Das war noch nicht die französische, die niederländische, die englische Aufklärung. Die kam ja erst sukzessive nach dem Tode Bachs. Und es ist auch natürlich, was ich viel Kollegen in DDR-Zeiten gesagt habe, die mit diesem Argument ankamen, nicht, man kann nicht den Höhepunkt deutscher Aufklärung bei Kant zurückprojizieren, 60 Jahre zurückprojizieren. Das ist in sich auch marxistisch falsch. Man kann eine Geschichtstheorie nicht bauen, indem ich Rückprojizierungen anbringe. Dies wurde freilich intuitiv getan und man hat einfach den Gegenstand zur Überlegung gebracht, dass man gesagt hat, Bach hatte in Leipzig Gelegenheit, mit Persönlichkeiten in Kontakt zu treten und das macht ihn dazu. Ich habe immer gesagt, ich hatte auch Gelegenheit, mit Marxisten in Kontakt zu treten und bin deshalb kein Marxist geworden. Also dies ist eine Argumentation, die sehr kurzschlüssig ist. Bach ist im besten Sinne ein Humanist. Aber wir dürfen nie vergessen, dass Humanist zu sein im christlichen Sinne mindestens einen weiteren Schritt bedeutet. Nämlich das Humanum zu erkennen aus dem Gottesbezug und nicht aus sich selbst. Sie nennen den Gottesbezug. Sie sind neben Ihrer Tätigkeit als Bachforscher ganz zentral systematischer Theologe. Sie haben eine, wenn ich das sagen darf, ganz klassische Dissertation geschrieben über die Bedeutung der Gleichnisse Jesu für die Dogmatik. Dann eine Habilitation, die sich dann schon eindeutig mit Bach beschäftigte, Theologie im Rahmen der Lebensgeschichte Johann Sebastian Bachs. 1973 sind Sie zum Pfarrer ordiniert worden. Aus der Sicht des Pfarrers, auch des Seelsorgers, des seelsorgerisch Denkenden doch vielleicht, wie stark ist das Hören der Musik Bachs auch ein geistlicher Vollzug und muss das Hören Bachs ein geistlicher Vollzug sein? Wieder würde ich sagen, es muss es nicht sein. Natürlich, wir kennen viele Zeitgenossen, die das einfach aus einem ästhetischen Gewinn heraus gern hören. Und wir würden Falsches tun, wenn wir das bestreiten. Aber ich denke, man darf eines festhalten. Vor allem für die wortgebundenen Teile, die geistlichen Teile, was auch für die weltlichen Teile gilt, die Musik ist aus diesen Texten entsprungen. Es ist die Inventionalität, die diese Texte musikalisch bei dem Musiker Bach auslöst und ihn zu dieser Musik bringt und zu dieser sprechenden Musik bringt. Und ich denke mal, man wäre töricht, wenn man an dieser Stelle vorbeigeht. Freilich weiß ich sofort den Einspruch, der auf die Texte hinausgeht, nicht? Wir kennen seit Zelter jene Absage an die Texte, es seien ganz verruchte deutsche Kirchentexte. Das ist die Aussage eines Ästheten des 19. Jahrhunderts, der zwar noch mit der biblischen Tradition Verbindung hat, aber
dem die Form, in der dies präsentiert ist, nicht mehr behagt. Befasst man sich mit Bachs geistlichen Texten, merkt man, dass sie voll von Bibel sind. Mhm. Nicht? Zeile um Zeile, wo man hinschaut, kann man biblische Texte unmittelbar nachweisen. Und es zeigt sich, dass Bibel nicht etwa das Fremde ist, das Besondere im Leben, sondern es zeigt sich, dass es das Allgemeine ist. Bibel ist Sprachraum. Nicht? Die Lutherbibel ist in den protestantischen Ländern Deutschlands Sprachraum. Sie zeigt sich im Gerichtswesen ebenso wie in der Politik, in der Universität ebenso wie in der Kirche, mhm, in der Schule. Mhm. Nicht? Ja. Zwei Statements von wirklich bekannten Bach-Interpreten, von Dirigenten. Enoch zu Guttenberg hat einmal gesagt, wer Bach nur zur Erbauung spielt, der verkennt das Bekennertum, das in der Musik, mhm, liegt. Und eigentlich sei das fast sündhaft, das Wort benutzt er. Und John Elliot Gardiner dagegen, gefragt, ob man denn gläubig sein müsse, um Bach zu spielen oder zu hören, antwortet einfach mit einem klaren Nein, weder als Musiker noch als Hörer. Wie sehen Sie denn innerhalb der gesamten Bach-Rezeption, gibt es da starke Elemente auch von geistlicher Rezeption heute, oder haben Sie doch den Eindruck, dass das meiste vielleicht doch zur Erbauung stattfindet und ästhetisch einfach wahrgenommen wird? Im Sinne ästhetischer Erbauung? Ja. Gewiss. Also ich denke, was heute alles über die Sender geht, musikalisch von Bach her, wenn es wahrgenommen wird in einem breiteren Bereich, dann ist das nicht in der tiefen Dimension wahrgenommen. Ich denke, man würde das verkennen, wenn das so wäre. Aber es gehört auch dazu kein Bekennertum, dies zu hören oder zu musizieren. Da würde ich Gardiner schon zustimmen. Nur eines ist, denke ich, deutlich. Wer den Anspruch erhebt, mit diesem Werk mehr zu verbinden als das, was uns auf Gängen und bis hin in Toiletten von Hotels verfolgt, dass man durch Musik begleitet wird, in Aufzügen und so, der wird merken, dass also zum Beispiel eine H-Moll-Messe, auch wenn sie auf lateinischen Text geht, wo man sagt, ja, das versteht eh niemand, dann hat dieses ganz deutliche Bezüge, dass der Urheber dieser Musik mit seiner Musik ganz bestimmte Ziele verbindet. Und man muss sie nicht spekulativ in diese Musik hineinlegen, sondern sie erschließen sich bei einer einigermaßen normalen Annäherung an die Dinge. Guttenberg hat einmal gesagt, er kennt keinen anderen Musiker als Bach, der sich so sehr zum Knecht des Evangeliums gemacht habe in seiner Tätigkeit. Wie hat Bach denn selbst seine Musik verstanden, als bewusste Botschaft und Predigt oder doch auch zu großen Teilen als einfach ein praktisches Produkt seiner Arbeit aus einer gelassenen und selbstverständlichen Religiosität, die nicht diesen Botschaftsaspekt hat? Ja, dazu muss man zwei Dinge antworten. Einmal, wir wissen aus Bachs eigenen Äußerungen etwa faktisch nichts. Also er hat sich an keiner Stelle etwa mal dazu geäußert, ich tue das, weil. Der andere Punkt ist der, den wir eben schon in der Sprache hatten, dass er sich sehr subtil mit den Texten beschäftigt. Wir haben inzwischen Nachweise, dass er Texte verändert hatte. Wir wissen, dass er zum Beispiel die Texte der Christiane Marianne von Ziegler, einer Schülerin Gottscheds, dass er aus deren Jahrgang 9 Texte vertont hat und dann die Hände davon gelassen hat. Und in den 9 Texten wissen wir, weil die Vorlagen gedruckt worden sind, oder sie sind später gedruckt, wir wissen gar nicht, in welchem Stadium Bach sie wirklich kennengelernt hat, aber auf jeden Fall haben sie erstaunliche Veränderungen, und zwar Veränderungen, die nicht auf die Dichterin zurückgehen, weil sie nämlich gegen die Poetik geschehen sind. Es sind Veränderungen, die sind aus theologischen Gründen geschehen. Also dort haben Qualitätsmaßstäbe eine Rolle gespielt. Und ich denke, wenn sich jemand, bevor er den musikalischen Maßstab anlegt und damit umgeht, sich so ausnahmslos mit den Texten beschäftigt, um sie für seinen Gebrauch dienstbar zu machen, dann darf man unterstellen, dass er mit diesen Texten mehr verbindet als nur das sprachliche Material, was seine Musik trägt. Vielleicht ist es auch ein Problem der heutigen Zeit. Heute ist ja die Trennung von geistlicher und weltlicher Ebene ganz klar und natürlich längst historisch vollzogen. Das war zu Bachs Zeiten nicht so. Vielleicht können Sie ein bisschen seine Situation beschreiben. Auch der Arbeitgeber, da war ja durchaus keine klare Trennung zwischen Kirche und... Das ist richtig. Ich bin froh, dass Sie das so sagen, weil in der Regel gesagt wird, Bach war bei der Stadt angestellt, sage ich, ist richtig. Ja. Aber im Grunde war ein wesentlicher Teil seiner Arbeitsaufgabe eine kirchliche. Damit unterlag er, gerade was die Richtigkeit der Texte anlangte, die er vertonte und herausgab in auch entsprechenden Textheften,
unterlag er im Grunde der Aufsicht der kirchlichen Behörde, also des Superintendenten, der ihm vorgeordnet war. Er hat diese Texte nie vorlegen müssen. Wir wissen davon nichts. In Halle wissen wir, in Hamburg wissen wir, mussten die Texte vorgelegt werden. In Leipzig nicht. Es war seine Entscheidung. Wir sollten auch ernst nehmen, dass er geprüft worden ist. Er hat eine theologische Prüfung ablegen müssen. Wir kennen zwar das Protokoll seiner Prüfung nicht, aber wir kennen parallel Vollzüge, wo Dinge schiefgegangen sind, sodass wir wissen, was sind die Leute gefragt worden, die in ein solches Amt gingen. Und das ist ganz schön elementar gewesen, was die wissen mussten. Wenn ich diese Fragen heute im theologischen Examen formulierte, dann gibt es Klippen, wo also heute Studierende Angst hätten, auf solche Fragen angesprochen zu werden. Musste damals ein Lehrer, Bach war ja Lehrer. Also die Verquickung war intensiv. Und eng, auch musikalisch. Es gibt ja das Verfahren der Parodie. Ja. Auch da hat sich Bach ja nicht gescheut, sondern ist einer Praxis gefolgt, geistliche und weltliche Stücke auszutauschen. Dies ist ein ganz wichtiger Gegenstand. Das sollte man auch nicht sozusagen ausspielen gegen eine weltliche oder geistliche Praxis. Wir müssen einfach wissen, dass Bach ein Qualitätsempfinden, offenbar ein sehr starkes Qualitätsempfinden seinen eigenen Werken gegenüber hatte. Und dass er sich sagte, ich schreibe nicht Kantaten, um sie später in die Schublade zu legen, nur weil der Text, der unter dieser schönen Musik steht, eine Eintagsfliege ist. Also nehme ich diese Werke je nach Gelegenheit hervor und unterlege ihnen andere Texte. Wir wissen ja, dass das Weihnachtsoratorium in einem hohen Maße in den Arien und Chören aus solchen Werkteilen besteht. Und das tut der Sache keinen Abbruch. Wir wissen immer auch aus den Stadien der Bearbeitung, dass Bach nie einfach nur den Text ausgetauscht hat, sondern dass er subtil in den musikalischen Abläufen, in der Besetzung durch Instrumente, in der Phrasierung und so weiter verändert hat und Anweisungen gegeben hat, wie die Dinge nun im Blick auf den neuen Text darzustellen sind. Also hier auch ganz stark ein Pragmatiker. Es gibt ein Standbild von Bach in Leipzig am Südportal der Thomaskirche. Da sieht man ihn also wie gebieterisch, groß, mächtig, mit Noten in der rechten Hand, fast wie einem Zepter. So ein Schritt geht nach vorne, sieht eigentlich eher aus wie ein Kolonialherr nach Betreten des neuen Landes. Kann man zur Persönlichkeit von Bach etwas sagen? Sie haben gesagt, direkte Quellen haben wir nicht, aber wie muss man sich seine Persönlichkeit vorstellen? Erst zu dem Standbild. Es ist ja ein Produkt des Bach-Bildes des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Man hatte gerade das Bach-Grab wiederentdeckt. Der Karl Seffner, der dieses Standbild gemacht hat, ist auch der, der dem Anatomen Wilhelm Hies bei der Auffindung des Bach-Schädels und der Bach-Knochen geholfen hat, dann die Dinge zu modellieren und auch wieder in einem Bild darzustellen. Soweit, so gut. Bach selbst, es gibt eine Handvoll von Privatbriefen. Es gibt viele offizielle Schriftstücke, die er an Stadträte, an kirchliche Behörden, an kurfürstliche Behörden eingegeben hat. Dort, wenn ich nur dieses Stück an Überlieferung hernehme, erscheint mir Bach als der ewig Unzufriedene, als der Querulant, als der Jähzornige, als derjenige, dem es nie recht zu machen ist. Ich bin da ganz anderer Meinung. Wenn von mir nur übrig bleibt, was in offiziellen Aktenbündeln sich niedergeschlagen hat, vielleicht nur Punkte in Flensburg, dann stehe ich womöglich als Raser nur in meiner Nachwirkung da. Wir wissen, wie schnell einen das ereilt, dass man da Punkte sammelt. Ich denke, wir sollten ernst nehmen, was er für Musik geschrieben hat und aus diesen Anteilen heraus uns auch seine Persönlichkeit versuchen darzustellen. Man kommt ja heute in der Geschichtsschreibung immer mehr dazu, dass man eine Art dialogische Verwendung der Quellen hernimmt. Also, dass ich nicht nur gesondert eine bestimmte Aussage eines Aktenbündels oder einen Brief oder was weiß ich, eine Überlieferung allein nehme, sondern dass ich die Dinge miteinander ins Gespräch bringe. Da bleibt es nicht aus, dass da auch psychologisiert wird und dass da Dinge hineingedacht werden. Aber ich denke, wir können mit Geschichte nicht anders umgehen. Und auch im Falle Bachs, wo es sehr viele weiße Flecken in seiner Biografie gibt, allzu viele, sind wir genötigt, dieses Dialogisieren ernst zu nehmen und daraus unsere Erkenntnisse zu gewinnen. Dieses Bach-Bild, diese Tradition der Rezeption Bachs als eine Botschaft, hat ja auch etwas sich Auferlegendes, etwas Schweres, was heutigen Zeitgenossen die Rezeption doch schwer macht. Ja. Wo kein Zugang mehr zum Inhalt dieser
Botschaft ist, es gibt ein Zitat des Theologen von Karl Barth, der gesagt hat, bei Mozart ist das anders. Mozart musiziert keine Lehren, seine Musik ist keine Botschaft, die lässt den Menschen freier atmen. Spielerisch. Ja, Barth ist ja noch weitergegangen. Er hat gesagt, die Engel müssten vor Gott, dem Herrn, Bach spielen. Und wenn sie unter sich wären, würden sie Mozart spielen. Was glauben Sie denn, was im Himmel gespielt wird? Na, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Bach oder Mozart gespielt wird. Mir ist eines nur deutlich, dass es ganz ernst da tatsächlich in der Entwicklung eine kolossale Zäsur gibt. Und genau zwischen Bach und Mozart. Nicht wahr? Bei Mozart kommt viel stärker das emotionale, individuelle Element zum Tragen, was dann in die Romantik hinübergeht, Klassik und die Romantik hinübergeht. Und dort ist es sozusagen der Ausdruck des Musikers, der sein Leben wiedergibt in dieser Musik. Was gar nicht eingegrenzt werden will auf eine ganz besondere Situation, sondern was den Menschen die Freiheit gibt, sich zu identifizieren und zu sagen, ach, wie schön ist das mit Beethoven, Pastorale, nicht wahr, nach dem Gewitter, wie reinigend ist das, das zu hören und zu erfahren. Bei Bach ist es so, dass er, man müsste vielleicht heute von einem Programmmusiker sprechen. Er bindet sich mit bestimmten musikalischen Mitteln, die festgelegt sind, an bestimmte Aussagen in Texten. Und die stimmen miteinander überein und dies bezieht er aufeinander. Und ich denke, wenn ich das ernst nehme, ist das anstrengend, weil ich nämlich zwei Maßgaben miteinander immer mitbedenken muss. Während ich bei Mozart und den Folgen in der Romantik die Freiheit habe, meinen Gedanken den freien Lauf zu lassen. Aber ich würde auch gleich noch eins entgegensetzen. Die Musik Bachs lässt ja eben auch zu, sie in einem anderen Sinne zu hören. Wir sind ja nicht verpflichtet, sie ausschließlich in dem zeitgenössischen Sinne zu hören, sondern wir können sie auch in diesem freien, emotionalen Sinn hören. Und ich denke, auch dort ist der Übergang wiederum zu den Texten möglich. Er ist nicht versperrt. Ja. Das sollte man ernst nehmen. Es gibt in der Johannespassion eine Bassarie, die man vielleicht fast als Prototyp, als Bild deuten kann der Situation des Hörers vor der Musik, vielleicht sogar des Christen vor dem Mysterium. Das lyrische Ich dieser Arie steht unter dem Kreuz, unmittelbar nach dem Tode Jesu und sagt, jetzt wo das alles passiert ist, jetzt wo du ans Kreuz geschlagen bist, sagt das Ich, was bedeutet das eigentlich für mich? Was ist passiert für die Menschheit? Wie soll ich das verstehen? Der Zugang ist schwer, ich verstehe nicht, was passiert ist. Und er fragt den Heiland danach, nach der Erlösung, bin ich vom Sterben freigemacht? Und zunächst einmal antwortet der Gekreuzigte nicht. Können Sie das als Bild lesen für die Situation des Christen? Unmittelbar. Es ist dieser die Arie nach der Textstelle aus dem Johannesevangelium und neigte das Haupt und verschied. Zunächst mal ist in einer langen Tradition diese Textstelle auch bildlich im Sinne des Gestus verstanden worden. Das Neigen des Hauptes ist durchaus als eine Bejahung verstanden worden, so wie man wortlos etwas bejaht, indem man nickt. Wir verstehen heute eigentlich bei einem sterbenden Menschen, wenn das Haupt zur Seite fällt, es so, dass wir sagen, nun ist es vorbei. In diesem Falle wird diesem Gestus sofort eine Deutung nahegebracht, die aber nicht einfach verordnet wird, sondern sie, wie Sie es andeuteten, vollzieht sich durch eine Reihe von Fragen, die unbeantwortet bleiben. Bin ich vom Sterben freigemacht? Ist aller Welt Erlösung da? Und zum Schluss wird nur gesagt, du sprichst stillschweigend ja. Es ist dies natürlich der Versuch, einen glaubenden Christen daraufhin anzusprechen, dass das Schicksal, was ihn in dieser Welt auf jeden Fall erwartet, nämlich dass er sterben muss, dass dieses auch annehmbar ist. Dies ist nicht ohne weiteres zu erwarten, dass das alle Menschen nachvollziehen. Aber es ist ja immer schon so, dass der christliche Glaube mit dem Motiv des Todes und mit dem Motiv des Sterbens durch den Kreuzestod Christi eine Besonderheit verbindet. Sogar bis dahin, dass in dem Sterben, in dem eigenen Sterben auch Gottesbegegnung unterstellt wird und geglaubt wird. Und so liegt also auch an dieser Stelle mit der Aussage des sterbenden Christus, es ist vollbracht, und dann dem Nicken
der Bejahung dieses Vollzuges steckt darin im Grunde der Impetus, seine eigene Lebenssituation zu begreifen und auch ernst zu nehmen, anzunehmen und nicht auszuweichen. Der Tod Jesu, der in diesem betrachtenden Arienteil so zur Geltung kommt, wird ja von den Chören der Turbe, also der Volksmengen, der jüdischen Volksmengen, geradezu musikalisch vorangepeitscht. Den Judenchören liegt eine ganz eigene musikalische Gewalt, kann man fast sagen, zugrunde und Härte. Können Sie etwas sagen zu dem Vorwurf, zu der Meinung, dass in der Johannespassion auch ein starkes Stück Anti-Judaismus liegt, dadurch, dass Bach die musikalische Ausgestaltung dieser Kreuzige und Weg mit ihm Chöre so stark gestaltet? Zunächst muss ich ernst nehmen, dass es eine Textvorlage gibt, die aus der Bibel stammt. Der johannäische Passionsbericht ist dadurch von sich aus bereits anti-judaistisch, als er als den Prototyp der Welt die Juden bezeichnet. Sodass also immer alles das, was gegen Christus ist, identifiziert wird mit den Juden. Von daher ergibt sich dort aus der Textgestalt bereits eine Verstärkung, die missverständlich ist. Dies ist ohne Zweifel so. Für Bach darf ich annehmen und auch unterstellen, dass er diese Tendenz auf keinen Fall verstärkt hat, auch nicht durch die Turbe. Sehen wir uns die Tradition der Passionsmusiken vor ihm an, bei Schütz und ähnlichen Äußerungen, dann werden wir eben dasselbe finden. Es ist einfach der Affekt, der in dieser Erzählung steckt, der nun hier in Musik umgesetzt wird. Und welche andere Kunst ist eigentlich in der Lage, in dieser Weise auch Affekte weiterzugeben, als eben die Musik? Eines kommt hinzu, was ich als eine Art Beleg empfinde, dass Bach nicht ein Fortsetzer oder ein Verstärker von lutherischer Judenpolemik ist. Das ist dies, wenn es so wäre, müssten die freien Texte, die Auswahl der Liedstrophen und die Arien viel stärker dieses Element, überhaupt dieses Element enthalten. Und es ist dieses Element überhaupt nicht enthalten. Es gibt ja auch ein theoretisches Konstrukt noch einmal, das mehr auf die Makrostruktur der Johannespassion eingeht und sagt, die Turbe-Chöre sind um einen zentralen Choral in der Passion symmetrisch angeordnet. Und die Theorie ist, dass Bach sich hier eines barocken, eines rhetorischen Elementes bedient, der Perfidia, der Verstocktheit, um hier auch nochmal in der musikalischen Großstruktur die Verstocktheit, die ungläubige Verstocktheit der Juden in der Struktur nochmal zu manifestieren und zu zeigen. Halten Sie diese Interpretation für überzogen? Ist das zu viel Theorie hineingesehen? Ich sehe es deshalb als überzogen an, als der Begriff Perfidia identifiziert wird mit der Perfidia Judaeorum. Es wird einfach von dem einen musikalischen Begriff der Perfidie geschlossen auf den, sagen wir mal, geistesgeschichtlich wirksamen Begriff der Perfidia Judaeorum. Dies kann man nicht tun. Die Perfidie im musikalischen Sinn ist nichts anderes als ein ostinates Prinzip, dass sich also eine bestimmte Musikform erneut und dem Hörer sozusagen aufdringlich wieder anbiete. Dies, denke ich, ist nicht möglich. Ich darf noch mal darauf verweisen, sollten wir nicht uns tatsächlich an die Textgestalt halten. Wenn es Bach gewollt hätte, wären zweifellos freie Texte drin, Arientexte, Liedtexte, die es auch gegeben hat in den Gesangbüchern, die sich nun hier bedienen. Auf den Choral angesprochen, es geht um ein ganz anderes Problem in der Johannespassion. Es geht um den Gegensatz von Freiheit und Bindung. Nicht wahr? Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, ist uns die Freiheit gekommen. Also ein Kernstück hier auch lutherischer Theologie, so die hier kommt. Es ist ja immer auch die Frage, wie diese Texte und die Musik interpretiert werden. Man kann der Johannespassion, glaube ich, nicht absprechen, dass sie ein vorwärtsdrängendes, dramaturgisch sehr ausgeklügeltes, fast opernartige Anlage manchmal hat. Für welche Interpretationsweise würden Sie denn plädieren? Für eine, die dieses Forsche und Dramatische betont, wie beispielsweise bei Gutenberg, oder doch für eine eher zurückgenommene, klassische, oratorienhafte, wie beispielsweise bei Gardiner oder Richter?
Ich kann von mir aus nicht mich auf eine dieser beiden Seiten schlagen. Das ist nicht jetzt Diplomatie, weil ich den Vorsitzenden der Bachgesellschaft habe, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich es so hören kann und anders hören kann. Diese Musik gibt es her und die Dramaturgie gibt es her. Ich habe durchaus bei mir selbst studiert, dass ich auch in Situationen mich befinde, wo ich eine mehr betrachtende und mehr elegische Form der Darstellung besser finde. Und dann weiß ich auch von Aufführungen, die mich sehr zufriedengestellt haben, wo ich auch sehr darüber nachgedacht habe, wenn die Dinge so forsch gemacht worden sind. Aber insgesamt muss man natürlich bei der Zusammenstellung dieser Textbücher auch sagen, sie führen ja von sich aus nicht bloß zur Forschheit, das ist der eine Aspekt, sondern sie führen auch immer auf Ruhepunkte. Wenn ich an die Choräle denke, ist das unzweifelhaft so, dass sie dort aus der Forschheit, es ist ein Gegenüber, was konstruiert ist, aus der Forschheit führen sie auf den Ruhepunkt und sagen dem Hörer, jetzt musst du erstmal wieder zu dir kommen, bei all dem, was dich so herausreißt und was dich auch innerlich aufwühlt. Und ich finde, das ist ein sehr überlegtes Gegenüber und man muss nach wie vor auch vor Johann Sebastian Bach den Hut ziehen, dass er dieses musikalisch vermocht hat. Denn das Textbuch an sich gibt es nicht notwendigerweise her. Sie sprechen über die Involviertheit des Hörers. Wir haben über die Christologie auch gesprochen anhand dieser Bassarie. Johannestheologie heißt Christustheologie. Christologie ja. Im theologischen Bereich ist einer ihrer Kernpunkte ihrer Lehrtätigkeit an der Universität. Seit 1992 sind Sie theologischer Professor. Wie muss man sich heute Rezeption von Theologie, wissenschaftlicher Theologie vorstellen? Warum macht man heute eigentlich noch Theologie? Wo liegt die Kraft der Theologie, wenn es noch eine gibt? Für Gesellschaft und für Menschen heute? Die liegt meines Erachtens in dem christlich-biblischen Menschenbild. Christentum, Kirche, Theologie haben heute dieses beizutragen, dass wir sprachen vorhin von Humanismus, dass wir uns im Blick auf das Bild des Menschen nicht einfach darauf beziehen, jetzt mal vereinfacht gesagt, wie es die Aufklärung gewollt hat. Dies steht auch einem allgemeinen humanistischen Ideal zugrunde, dass ich sage, ich habe eine Entwicklung von null auf unbegrenzt. Wir müssen dazu sagen, lasst euch nicht irre machen. Leben ist zumindest, das wäre die einfachste Botschaft, ein Auf und Ab. Und noch mehr, Leben will sowohl in Würde wie auch im Versagen und in den Problemen als Leben erkannt werden. Ich sehe, dass heute rings um uns herum eigentlich Leben nur verbunden wird mit Höhepunkten des Lebens, mit Events, nicht wahr, verbunden wird. Ist das andere nicht Leben? Ich merke doch an mir selbst, dass ich aus Phasen der Probleme und des Schmerzes und des Leidens als Neuer hervorgehe und nicht einfach nur als Geschlagener hervorgehe. Und an der Stelle müsste mir deutlich werden, und dafür ist Bach ein Beförderer, wie man sich ihn nicht besser denken kann, müsste ich eigentlich zu einer Sicht mich vorwärts bewegen, die eben diese christliche Sicht hat. Ich bin gewürdigt und habe allen Grund, auf mein Leben und auf mich stolz zu sein. Dies ist eine Sache, die von Gott her sich ansieht. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch wissen, eine Grundverfasstheit trage ich mit mir herum, die ich nie loswerde und die sich auch immer wieder durchsetzen wird. Nicht? Einsichten, die auch im Diskurs der Gesellschaft zweifellos eine Stimme verdient haben. Oft hat man aber den Eindruck, dass die Theologie an den Fakultäten, an den Universitäten doch vielleicht schon gar kein innerchristliches, sondern fast nur noch ein innerkirchliches Sprachspiel ist, das seinen Weg nach außen zu den Menschen nicht mehr findet. Eine große Frage, aber was muss die wissenschaftliche Theologie tun, um den Kontakt wiederherzustellen oder zu behalten? Die große Aufgabe ist die Aufgabe der Elementarisierung. Ich bin tatsächlich der Überzeugung, vor allem in den neuen Bundesländern, wo ja der Bezug zu den Wurzeln ohnehin abgebrochen ist, weitgehend abgebrochen ist, es ist nicht gut, wenn wir Theologie betreiben im Sinne einer immer stärkeren Problematisierung, inneren Problematisierung, sondern wir müssen herausgehen aus uns, müssen sagen, christlicher Glaube ist nicht, wie wir gelehrt bekommen haben, etwas Unwissenschaftliches, das man auf den Müll der Geschichte werfen darf, sondern christlicher Glaube ist Hilfe, Lebenshilfe, natürlich auch Sterbenshilfe.
Aber Hilfe eben gerade auch in den niedrigen Punkten des Lebens. Und dort geht es um Elementarisierung. Ich bin ein Gegner aller primadonnenhaften Theologie, die man betreiben könnte. Also ich gehöre nicht zu denen, die dadurch brillieren wollen, dass sie stolze neue Ideen in Aufsätzen produzieren und sagen, seht mal, wie klug ich bin. Ich möchte gern gar nicht meine Klugheit in dieser Richtung produzieren, sondern ich möchte gern meine Kraft dafür verwenden, dass die Dinge auch, ja, wie wir heute sagen, herüberkommen. Mhm. Dass Menschen etwas davon empfinden, was hier eigentlich los ist. Und nicht einfach sozusagen für dumm verkauft werden. Das ist eine Tendenz, die durchweg herrscht, dass wir, nicht wahr, dass wir bedient werden, um uns herum, durch alle möglichen Dinge bedient werden und damit also im Grunde eine Form von Verdummung produziert wird. Lasst uns dies nicht fortsetzen. Und ich denke, Christentum ist dazu angetreten, dem Menschen zu sagen, dass er, ob er will oder nicht, seine Würde und seine Krisen mit sich herumträgt und dass er sie miteinander ins Gespräch bringen muss, im Gespräch halten muss. Nicht? Er kommt nicht darum herum. In einem Papier der Bach-Gesellschaft, der neuen Bach-Gesellschaft, wurde geschrieben, dass Bach hier auch ein Vermittler sein kann. Richtig. Dieser Werte, ja. Haben Sie, abgesehen von dieser großen Idee der Bach-Rezeption, konkrete Erfahrungen, wo Sie gesehen haben, ja, da hat Bach-Musik etwas bewegt, in dem Sinne, wie Sie es beschreiben? Richtig. Ich veranstalte seit vielen Jahren, schon vor der Wende, an der Theologischen Fakultät in Leipzig Blockseminare zu Bach-Kantaten. Dort beschäftigen wir uns kaum musikalisch damit. Nur unter der Hilfe, dass ich dann mit einer Kantate je Wochenende ankommen kann, kann sagen, die wird heute Nachmittag, Sonnabendnachmittag in der Thomaskirche durch die Thomaner musiziert, dann bespreche ich die mit. Der Erfolg ist der, dass ich mehr und mehr Studierende habe, nicht theologische Studierende, die wollen aber einen Schein erwerben. Nun ist das Problem, wie macht man das? Nicht-Theologen, Nicht-Christen, einen Schein in Theologie erwerben zu lassen, ohne dass sie Voraussetzungen haben. Ich betrachte dort meine Aufgabe darin, dass ich sie mit Hilfe von Bachwerken in die Bibel, ins Christentum, in die Kirche einführe. Und dies funktioniert. Die Einführung in das Werk Bachs tun Sie nicht nur an der Fakultät mit, ja, Studenten, sondern Sie haben es auch für ein breites Publikum geöffnet. Sie haben ein sehr schönes Buch veröffentlicht, wie ich meine, ein Bach-Reiseführer, geradezu eine Anleitung des Besuchens der Stätten. Ein kurzes Wort zu diesem Buch. Wie ist es angekommen? Haben Sie Erfahrungen? Gehen Menschen mit dieser Gebrauchsanleitung, mit Anfahrtsskizzen und Orgelbeschreibungen auf die Reise durch Thüringen? Da die erste Auflage, die verkürzt war, nur einige wenige Städte behandelte, schon als Jahresgabe der Bach-Gesellschaft 1993 erschienen ist und jetzt das auf 42 Orte und Städte erweitert im Inselverlag darstellt, weiß ich, dass es ganz gut angekommen ist. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass das also greift, dass tatsächlich Kirchen nicht bloß im Blick auf die Orgel angesehen werden, um es mal im Bilde zu sagen, sondern auch im Blick auf den Altar. Das heißt, dass diese Spiegelung im menschlichen Leben ankommt und dass das also aufgegriffen wird. Und ich denke, das Buch macht seinen Weg. Sie animieren zur Reise mit Bach, eine Reise durch Bach, durch Ihre Biografie, durch Ihr Bach-Gehör und Verständnis war auch dieses Gespräch, für das wir uns sehr herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen persönlich alles Gute und alles Gute für Ihr Engagement und für Ihre Ziele in der neuen Bach-Gesellschaft. Danke, Professor Martin Petzold, und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen bei Alpha Forum.